Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit dem wahrscheinlich passendsten Podcast-Partner, den ich jemals hatte. Er hat nämlich den Zufall in Bezug auf Erfolg erforscht. Er heißt Professor Dr. Christian Busch, hat dementsprechend schon zwei Dinge mehr als ich, nämlich Professor und Doktor. Und freue mich erstmal, Christian, dass du hier bist. Vielen Dank, hallo. Ansonsten habe ich über dich gelesen, du bist Direktor des CGA Global Economy Programms an der New York University und lehrst auch in London an der School of Economics. Du bist Mitbegründer von den Leaders on Purpose, das Netzwerk führender CEOs. Das interessiert mich auch mal, was du da alles so treibst. Ansonsten, du stehst auf einer Liste, in der die 30 Denker gekürt oder draufgeschrieben wurden, die Zukunft am ehesten gestalten werden. Warum bist du einer der 30 Menschen, die Zukunft am ehesten gestalten werden? Ja, was sehr spannend ist und worüber wir wahrscheinlich ja auch ziemlich viel reden werden, ist so die Frage, wie haben wir normalerweise nachgedacht über das Leben, über Strategie, über wie wir Pläne machen. Und eben, was ist quasi das, wo vielleicht dann man ein bisschen frisch auch dran gehen kann, hey, was sind denn Ideen, eben wie man den Zufall mit in die Planung mit reinbringen kann? Und darum geht es eben auch. Und das war eben auch die Auszeichnung, war quasi für dieses Serendipitätsdenken. Ah ja, und jetzt bringst du dein Buch raus. Ich glaube, es kommt nächste Woche raus. Mir hast du es schon geschickt. Erfolgsfaktor Zufall heißt das. Du hast es auch, haben wir gerade schon festgestellt, sehr subtil in deinen Hintergrund gestellt. Das können die Zuhörer des Podcasts jetzt nicht sehen. Bei YouTube reinschauen, können sich das angucken. Ansonsten der Untertitel ist, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Und ja, da vielleicht auch mal gleich die erste Frage, wie kam es erstmal überhaupt dazu, dass du dich mit der Rolle des Zufalls in Bezug auf Erfolg beschäftigt hast? Es hat angefangen, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen und war so ein rebellischer Teenager, bin von der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen und habe dann das in meinen Fahrstil auch übersetzt und habe da wahrscheinlich den inoffiziellen Weltrekord gehalten, wie viele Mülltonnen man umfahren kann, so auf dem Weg zur Schule, wenn man fährt, und hatte dann eines Tages so einen Carcrash, alle Autos komplett kaputt, meins auch. Und das hat mich auf so eine krasse Sinnsuche gebracht, im Sinne von, Mensch, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert, war es das alles wert? Und ich hatte damals sehr viele deprimierende Antworten auf solche Fragen und habe dann ein tolles Buch gelesen, Viktor Frankls Man's Search for Meaning, also trotzdem Ja zum Leben sagen. Und da habe ich dann realisiert, hey, was mir viel Sinn gibt, ist Leute zu verknüpfen, Ideen zu verknüpfen und so die Funken, die davon kommen, wenn man sowas macht. Und habe dann eben angefangen so als Community Builder, als Unternehmer und später dann die Wissenschaft. Und was ich spannend fand, war eben auf dem, vor allem in der Forschung, dass die spannendsten Leute, ja, die ich studiert habe, mit denen ich gearbeitet habe, die hatten irgendwie was gemeinsam. Und zwar, die sind extrem gut, irgendwas im Unerwarteten zu sehen und dann das so irgendwie in positive Outcomes oder positive Ergebnisse auch zu bringen. Und deswegen war quasi so die Frage, gibt es eine Wissenschaft hinter dem Zufall? Gibt es eine Wissenschaft hinter, dass diese Leute immer irgendwie ein bisschen sagen, ja, und dann glücklicherweise ist das passiert. Ja, aber du scheinst dir ein bisschen nachgeholfen zu haben. Und da war quasi so die Faszination, gibt es ein wissenschaftsbasiertes Idee, auf wie wir im Prinzip diese Serendipität verstehen können, aber vor allem auch, wie wir dann davon lernen können. Und jetzt hast du dich ja ziemlich tief mit der Frage beschäftigt. Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse in diesbezüglich? Das im Prinzip, also normalerweise, wenn wir über das Glück nachdenken, ist es ja was eher passiv ist. Ja? Also man wird halt in eine tolle Familie reingeboren, die Geburtslotterie, die dann halt irgendwie Menschen in verschiedene Positionen bringt und so weiter, wo sehr viel auch soziale Ungleichheit herkommt von dieser Lotterie am Anfang, wo man einfach nicht viel zu beiträgt. Und dann gibt es eben dieses aktive Glück, die Serendipität, die eben sehr viele erfolgreiche Leute gemeinsam haben. Und was wir eben in unserer Forschung gesehen haben, ist, dass es da so Muster gibt, also Sachen, die solche Leute einfach ein bisschen anders machen. Und da gibt es halt viele Strategien, die wir alle anwenden können in unserem eigenen Leben, wie wir ein bisschen mehr Zufälle, die positiv sind, haben können. Also ein Beispiel, meine Lieblingsstrategie ist beispielsweise die Hakenstrategie. Bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, wie kann ich Haken setzen in Konversationen,
in Meetings, die es wahrscheinlicher machen, dass es irgendwie spannende Überschneidungen gibt. Also jemand, der das richtig gut macht, ist Olly Barrett, der ist ein Unternehmer in London. Wenn du den fragen würdest, was machst du so beruflich? Ja, so die Frage, die wir auf jeder Konferenz so kriegen, würde der nicht nur sagen, ich bin Unternehmer, sondern er würde sagen, ich bin Unternehmer im Education-Sektor, habe vor kurzem mir die Philosophie der Wissenschaft angeschaut, aber was mir wirklich Spaß macht, ist Klavier zu spielen. Und das heißt, was er hier macht, ist, er gibt dir drei potenzielle Anknüpfungspunkte, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, ich habe vor kurzem angefangen, Klavier zu spielen, lass mal gemeinsam machen. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet an der Uni, mach doch mal eine Gastrede da über die Philosophie der Wissenschaft. Ja? Und worum es geht, ist, wir können uns alle überlegen, was sind so zwei, drei Sachen, die uns wichtig sind. Ich habe hier einen tollen Podcast, würde gerne mehr Gäste in der Richtung haben. Ich bin ein Unternehmer, würde gerne nach Polen expandieren. Und dass wir die so ein bisschen einfließen lassen in Konversationen und die Leute aus den unerwartetsten Bereichen sagen dann auf einmal, Mensch, ja, mein Onkel das, meine Tante das. Und das ist halt so, man kann das Möglichkeitsfeld erweitern, wo eben potenzielle Zufälle passieren können. Mach du mal. Bei mir die Hakenstrategie? Ja, genau. Also wenn man dich jetzt fragt auf so einer Konferenz, ja, wer bist du oder was machst du beruflich oder was die Frage dann ist in dem Stil? Ja, also bei mir ist eben, ich unterrichte zurzeit so in die Richtung zielgerichtete Führung, habe ein Buch geschrieben über Erfolgsfaktor Zufall, aber was mich wirklich interessiert zurzeit ist Kindererziehung, weil ich gerade eine Tochter hatte, die 18 Monate ist und wo eben ich sehr viel lerne zurzeit über Sachen, über die ich nichts gewusst habe vorher und wo ich immer dankbar bin für jeden Tipp, den ich kriegen kann. Ah, siehst du, mein Sohn ist auch 18 Monate. Ach, okay. So ein Zufall. Ja, einfach Zufall, genau, schön. Schöne Technik und mache ich mir im Anschluss auch mal Gedanken und werde ich direkt umsetzen. Großer Fan, die Dinge dann auch umzusetzen und klingt sehr plausibel und ja, finde es ja auch sonst total langweilig, ja, zu sagen, ja, ich bin Unternehmer, ne? Das heißt ja immer alles und nichts. Ja. Und so Unternehmer sind auch alle Selbstständigen, sind heute schon immer Unternehmer auch, ne? Und also du weißt gar nicht, kannst eigentlich gar nichts mit diesem Begriff anfangen. Dieses Fachwort, ich kriege es ja kaum zusammen, Serendipitätsdenken. Woher kommt das Wort denn und was bedeutet das überhaupt genau? Kannst du das mal erläutern? Absolut. Also Serendipity ist im Prinzip, das ist ein altpersisches Wort für Sri Lanka, Serendipity. Das ist eben im Prinzip was, wo im deutschen Sprachgebrauch hat man es ja weniger. Also es ist ja was, wo im Prinzip im Englischen, wenn du Serendipity googelst, da gibt es Millionen und Millionen von Sachen. Im Deutschen ist, glaube ich, eher, dass wir vielleicht eher über Glück sprechen und dann mit Glück auch Sachen meinen. Manche sind halt passiv, manche sind aktiv. Und das ist halt so eine Sache, die ich zurzeit sehr spannend finde, dass man eben, wenn man beispielsweise eine Führungskraft ist, ja, du willst ja nicht irgendwie in ein Meeting reingehen und sagen, ich hatte einen Plan und dann ist der Plan komplett anders und jetzt irgendwie haben wir die Kontrolle verloren, sondern du willst sagen können, ich habe einen Plan gehabt, dann habe ich eine Kultur und ein Mindset kreiert, was es noch wahrscheinlicher macht, dass wir noch spannendere Sachen machen und jetzt haben wir eine noch tollere Sache hier. Und darum geht es bei der Serendipität auch zu sagen, es geht nicht darum, irgendwie entweder Planung oder der Zufall und dann alles läuft schlecht, sondern wie kann der Zufall eben zu positiven Ereignissen führen? Und Serendipität heißt eben einfach nur dieses aktive Glück, diese unerwarteten Dinge, die in unserem Leben passieren, aber wo wir eben auch dazu handeln müssen. Vielleicht ein Beispiel, Kartoffelwaschmaschine. Vor ein paar Jahren ein riesiges Unternehmen in China, Haier, die machen so Haushaltsgeräte und die haben Anrufe gekriegt von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht sie kaputt? Wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, Mensch, wasch deine Kartoffeln nicht in der Waschmaschine. Die ist für Kleider gemacht. Unser Plan, unser Marketingplan sagt, die ist für Kleider. So, die haben das Gegenteil gemacht. Haben gesagt, ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in China und in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und der Punkt hier ist der, dass es sah wie ein Fehler aus im Moment, aber weil eben Leute die Punkte verknüpft haben, weil sie gesagt haben, vielleicht können wir damit was machen, kam eben diese Serendipität dann zustande. Ja, du hast auch in deinem Buch, und dann das Zitat muss ich auch immer denken, soll wohl von Thomas Jefferson sein, ich glaube fest an Glück und finde, je härter ich arbeite, desto mehr habe ich davon. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du auch, dass die erfolgreichen Menschen
nimm mal das einfachere Wort Glück, ja, dass ihnen oder dass sie sozusagen aktiv dafür sorgen, eben mehr Glück zu haben, durch weil sie den Zufall eher, wie soll man sagen, herbeibeschwören, kann man das so sagen? Ja, ist interessant, weil im Prinzip, also was eben sehr viel aus unserer Forschung kommt, ist, dass die einfach richtig gut drin sind zu sagen, lass uns den Zufall als Teil des Plans sehen. Lass es uns nicht den Zufall sehen als irgendwie, was unseren Plan kaputt macht, weil man ja oft das Unerwartete sieht nach dem Motto, du kommst mir in die Quere und du machst meinen Plan kaputt. Ich wollte genau den Job und dann irgendwas Unerwartetes passiert und ich habe den Job nicht gekriegt und das ist schlecht. Versus, hey, vielleicht habe ich jetzt einen noch besseren Job danach gefunden und irgendwie, es musste erstmal hier das klappen. Es ist ja beispielsweise, stell dir die Situation vor, wo deine Freundin bricht unerwarteterweise mit dir ab und du hast das Gefühl, ach Mensch, das Leben ist jetzt vorbei und so weiter und dann 2 Monate später triffst du die wahre Liebe deines Lebens, zufälligerweise, ihr kommt zusammen. Das hätte ja nur passieren können, wenn damals es eben auch diesen Breakup gab. Und da ist im Prinzip immer so diese Idee, dass wenn man sich darauf einlässt und sagt, okay, Zufälle, negativ oder positiv, sind ja erstmal irgendwas, was da ist. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Und was ist quasi das, was wir damit machen? Und was wir eben in der Forschung viel sehen, ist, dass vor allem Führungskräfte, die erfolgreich sind, sehr gut drin sind zu sagen, hier ist ein Orientierungssinn, hier ist irgendwie eine Idee, wo wir hinwollen. Wenn du der CEO von Mastercard damals, der Ajay Banga, der würde sagen, ich will 500 Millionen Leute ins Finanzsystem bringen, die vorher nicht im Finanzsystem waren. Hier ist eine Vision. Ich gebe euch die Klarheit von der Vision, von der Strategie hier, wie wir da hinwollen. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn uns Hilda in Hildesheim sagt, eure Strategie funktioniert hier nicht, wir brauchen eine andere Karte hier, dann werden wir die Strategie anpassen. Und das ist Teil unseres Plans. Und das heißt, was er hier macht, ist, dass er sagt, ihr greift meine Autorität nicht an, wenn ihr mit besseren Ideen kommt. Im Gegenteil, wenn ihr mit besseren Ideen kommt, dann ist es Teil meines Plans. Und ich bin beispielsweise ein riesiger Fan von so kleinen Sachen wie im wöchentlichen Meeting einfach mal fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Ah, es hat euch überrascht, dass Leute unsere Waschmaschine anders benutzen. Okay, können wir davon lernen? Und so diese Idee, dass man das Unerwartete legitimisiert als ein Teil von, wie können wir lernen, wie können wir neue Produkte entwickeln, dann im Prinzip ist der Zufall nicht was Negatives nur, sondern auch was, was uns im Prinzip hilft, noch besser zu werden. Und du hast jetzt schon von einer Technik erzählt. In deinem Buch beschreibst du einige. Magst du noch mal eine rausholen aus dem Zauberhut? Eine meiner Lieblings geht auf ein ganz subtil oder eine ganz banale Sache zurück, und zwar, dass man ja oftmals im Leben, vor allem im Berufsleben, aber auch generell über Symptome redet. Also beispielsweise stell dir vor, du bist zu Hause und du hast mit deiner Freundin die Diskussion, warum legst du die Zahnbürste immer hier hin? Das ist ja unfair, dass du die Zahnbürste, oder es ist ja blöd, dass du die hinlegst. Und ihr habt einen riesigen Streit und so weiter und so weiter. Und es geht immer nur um die Zahnbürste. Und wenn man jetzt einfach mal die einfache Frage stellen würde, warum ist dir das so wichtig, dass ich die Zahnbürste hier hinpacke und nicht dahin packe, dann realisierst du ja, Mensch, eigentlich geht es hier um Respekt, weil du hast mir gesagt, ich soll sie nicht hier hinlegen und dann habe ich sie hingelegt. Das heißt, es geht nicht um die Zahnbürste, es geht um den Respekt. Das gleiche in einem Unternehmen. Wenn dir ein Designer sagt, ja, aber das kann ich nicht machen, deine Vorstellung hier, von welchem Design wir brauchen, geht nicht. Wenn man dann jetzt einfach nicht nur das als gegeben nimmt, als Symptom und okay, das geht halt nicht, sondern fragt, ja, warum geht es denn nicht? Ah, es geht nicht, weil wir die und die Druckerfarbe nicht haben. Ja, aber mein Freund hat ja die Druckerfarbe. Dann pass auf, dann bringen wir die vorbei. Und so diese Frage, warum, ist eine absolut krasse, effektive Frage, weil du im Prinzip die meisten Probleme auf der Oberfläche irgendwie sind da, aber wenn du danach fragst, hast du irgendwie zufällige Problemlösungen dann, die kommen, weil sich Leute darauf einlassen zu sagen, ah ja, eigentlich ist es ja nicht so das Kernproblem, dass wir keine Farbe haben, weil wir können es ja auch anders machen. Muss ja nicht irgendwie mit der und der Farbe gemacht werden. Und deswegen, also eine einfache Strategie ist wirklich ab und zu warum zu fragen. Ich habe hier auch zu Hause, seht ihr hier nicht, hier ist ja nur das eine, aber den kleinen Prinzen, das Buch, ist eines meiner Lieblingsbücher, weil der ist ja jemand, der einfach nur rumläuft und immer nur warum fragt. Und wenn man warum fragt, auch für sich selber, wenn man einfach Annahmen mal in Frage stellt, dann merkt man vielleicht auch, warum denke ich denn, dass es nur mehr Geld geht in meinem Job? Ich will ja eigentlich mehr Sinn im Leben und so weiter und so weiter. Und einfach sich ein bisschen hinterfragen und andere hinterfragen, ist ein absolut extrem wichtiger Weg, auch mehr zu erfahren, was ist mir eigentlich wichtig. Kennst du die, ich glaube, das ist eine buddhistische Weisheitsgeschichte, die nennt sich, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon? Kenn ich nicht, aber klingt interessant. Kennst du nicht, die muss ich dir mal schicken, die ist ein bisschen jetzt zu lang, um sie zu erzählen, aber im Kern geht es darum, dass dort, ich glaube, ein Bauer ist und dem passieren halt so unterschiedliche Dinge. Einmal
Einmal ein guter Vorfall, ja, also irgendwie, oder einmal ein schlechter Vorfall und das ganze Dorf kommt zu ihm und sagt, ey, du armer Bauer, du bist ja so scheiße dran und so weiter. Und er sagt, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und zum Beispiel ist sein Pferd, sein einziges Pferd büxt aus, ja, und dann büxt es aus. Er sagt eben, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Dann zieht sein Sohn los und sucht dieses Pferd und findet irgendwie ganz viele Wildpferde, die ganz viel wert sind, ja. Und dann kommt er mit ganz vielen Pferden wieder zurück und dann kommt das ganze Dorf, ey, du hast so ein Glück und so, du musst so ein glücklicher Mensch sein. Und er sagt eben, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und so geht die Geschichte so über so ein paar Etappen, so nach dem Schema. Und am Ende merkst du halt, dass vermeintliche Ereignisse, die vielleicht am Anfang sehr gut erscheinen, am Ende gar nicht so gut sind und umgekehrt genauso, ne? Und dieses Mindset, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon, das hilft mir zum Beispiel sehr, sehr oft mit Dingen umzugehen. Da habe ich ein aktuelles Beispiel. Wir suchen ein Haus und wenn du ein Haus in Berlin suchst, dann hast du Probleme. Ja. Hier ist der Wohnungsmarkt oder der Hausmietmarkt ist halt völlig kaputt und wir hatten jetzt das erste Haus gefunden, das war eine Doppelhaushälfte und naja, wir wollten es nicht unbedingt. Es gab ein paar Nachteile, aber es war preislich auch so, dass wir gesagt haben, naja, es wäre vielleicht ein guter Kompromiss zu unserer Ursituation, ja, zu unserer jetzigen Situation und nicht ganz so viel Geld auf einmal dafür. Haben uns beworben, Ablehnung, ja. Dann hatten wir das nächste Haus. Und das war schon so, wo wir gesagt haben, wow, so ein großer Garten, so schön, da sehen wir uns, junge Familie und fürs Kind so toll, war ein Spielplatz drin und so weiter. Ne? Also wir haben uns da schon so richtig eingenistet. Es gab aber so Faktoren, wo ich gesagt habe, also das Wohnzimmer war dann in der ersten Etage und also ein paar Dinge, die nicht so cool waren oder die ich mir anders vorgestellt habe in meiner Fantasie. Aber der Markt ist so krass. Wir haben uns trotzdem beworben, gesagt, das nehmen wir, ja. Man muss Abstriche machen, wenn man nicht selber baut und so weiter. Und dann haben wir jetzt letzte Woche eine Absage bekommen und waren halt so richtig enttäuscht erstmal. Aber die Aussage war dann auch wieder, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und vielleicht hat dieses Universum für uns unser absolutes Traumhaus noch parat, ja. Und so kam es jetzt auch diese Woche, dass unser absolutes Traumhaus tatsächlich dann kam. Und jetzt auch Bewerbung abgeschickt und schon verhandelt und wahrscheinlich wird es jetzt eben dieses Traumhaus, ne? Und das finde ich so ein schönes Mindset in der Richtung. Hast du das auch beobachten können? Sehr spannend und erstmal Congrats natürlich, also Glückwunsch, dass das zu klappen scheint. Mit dem Haus. Absolut. Das Spannende ist ja, wenn interessante Leute reflektieren über ihr Leben, dass man oft sieht, da sind solche Wendepunkte auch drin, wo es scheint erst was Schlechtes zu sein, aber dann kommt was richtig Gutes bei raus. Also beispielsweise als Unternehmer, du bist fast bankrott, denkst ja, oh mein Gott, alles ist vorbei, aber dann ist das erste Mal, dass du dein Geschäftsmodell richtig hinterfragst und sagst, ja, aber eigentlich können wir es ja viel effektiver so und so machen und dann baust du eine viel bessere Company. Bei uns damals beispielsweise, wir hatten eine der Companies, die wir gebaut haben, da ging es darum zu sagen, wie bringen wir junge Leute auf eine Konferenz zusammen und in der Community zusammen. Und wir hatten so eine riesige Konferenz geplant, tolle Sponsoren und so weiter. Und dann kam die Finanzkrise damals, 2007, 2008, 2009, so in der Phase war ja so eine riesige Finanzkrise. Und dann sind auf einmal alle Sponsoren abgesprungen. Und dann war das natürlich für uns erstmal, shoot, like, jetzt geht alles den Bach runter hier, wir können nichts mehr machen. Und dann haben wir aber realisiert, ja, warum fangen wir nicht lokal an? Warum fangen wir nicht mit lokalen Sachen eher ein bisschen an, wo wir Lokalleute zusammenbringen zuerst und dann später eine riesige Konferenz machen, wenn sich Leute schon lokal auch besser kennen und dann einfach auch ein bisschen vielleicht dann eine Konferenz die Leute so besser zusammenbringt. Und das hat dann im Prinzip so zu einer riesigen Verstärkung von der Community geführt, die es jetzt noch gibt, weil sie im Prinzip auch so lokal sehr, sehr eng verknüpft ist. Und das heißt, im Prinzip am Zeitpunkt hat es als richtig, als Pech sich dargestellt, aber dann genau zu deinem Punkt über die Zeit hinweg dann hat sich als was Gutes rausgestellt. Und ich denke, das ist auch das Spannende bei Serendipity oftmals, dass es so eine Inkubationszeit hat, dass vielleicht du rennst vielleicht bei einer Konferenz heute, wo du sagst, hey, spannende Person, und dann 10 Jahre später liest du was in einem Buch und denkst, ah,
da habe ich doch eine Person getroffen vor 10 Jahren, die schon über das Metaverse gesprochen hat, lass uns doch zusammen eine Company bauen jetzt. Ja? Wo du im Prinzip so die Verknüpfung kommt, vielleicht viel später nach dem Moment, wo der anfängliche Zufall schon passiert ist. Und ich denke, das ist halt das Spannende, dass man, wenn man seine Langfristperspektive hat, dass es auch den Druck ein bisschen rausnimmt. Jede Situation muss immer perfekt sein, weil, wer weiß, vielleicht genau zu deinem Punkt, dieses Haus klappt nicht, aber das Traumhaus ist vielleicht noch da draußen. Und wenn sich eine Tür schließt, dann öffnen sich halt viele andere Türen. Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen, jetzt in Bezug auf dieses Buch, in Bezug auf wissenschaftliche Arbeit? Wie bist du jetzt da vorgegangen, dieses Thema überhaupt fernab der Meinung zu erschließen? Ist spannend. Also es gibt ein paar Wege. Wir machen sehr viel beispielsweise Forschung in der Richtung, dass wir uns anschauen, beispielsweise auf einem Event, dass wir Leute fragen, was hat euch überrascht hier? Habt ihr irgendwelche überraschende, like neue Beziehung hergestellt oder eine neue Idee gehabt oder irgendwas? Und dann gucken wir über die Zeit hinweg, was passiert denn damit? Wer macht denn was damit versus wer macht nichts damit? Ja, und wird da ein Unternehmen draus nach 3 Jahren oder wird da kein Unternehmen draus? Und wir probieren die Muster dahinter zu verstehen. Was macht dann die Leute, die das wirklich verwirklichen versus die nicht? Was ist der Unterschied? Also zwischen denen oder, was auch spannend ist, sind Experimente. Und da gibt es einen Kollegen von mir, der macht da richtig spannende Experimente. Eines meiner Lieblingsexperimente, kurz erzählen, weil das ist absolut krass, wie man da sehen kann, wie das Mindset einen riesigen Unterschied macht, wo die Leute genommen haben, die sich so als Glücksvogel bezeichnet haben und Leute, die sich so als Pechvogel bezeichnet haben. Und dann nehmen sie einen von jeder Gruppe und sagen denen, geh die Straße runter, setz dich ins Café und dann werden wir unsere Komposition haben. Was sie ihnen nicht sagen ist, dass es versteckte Kameras gibt auf dem ganzen Weg und dann im Café drin, dass vor dem Café ein Geldschein liegt und im Café drin ist ein Sitzplatz frei neben der Theke, neben so einem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glücksvogel läuft die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café rein, setzt sich hin, hat eine Konversation mit dem Geschäftsmann, die tauschen ihre Visitenkarten aus, potenziell kommt eine Möglichkeit, warum wissen wir nicht. Pechvogel läuft die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glücksvogel sagt, war super, hab Geld auf der Straße gefunden, hab einen neuen Freund gefunden und potenziell eine Möglichkeit, das wissen wir nicht. Pechvogel sagt nur, ja, nichts passiert heute. Und das ist das Spannende, du kannst bei solchen Experimenten, wo du Leute in genau die gleiche Situation packst, also es geht nicht darum, dass sie irgendwie andere Ausgangspositionen haben oder so, nein, genau die gleiche Situation, wo sie komplett andere Ergebnisse haben, je nachdem, wie sie aufs Leben schauen. Und das ist das Spannende, worum es hier eben auch geht, zu sagen, wir stellen uns ja oftmals aufs negativ Unerwartete ein. Beispielsweise, wenn du über die Straße gehst, bei Grün guckst du ja trotzdem noch rechts und links, ob vielleicht doch einer bei Rot rüberfährt. Ja, das heißt, du stellst dich ein bisschen darauf ein, dass es negativ Unerwartete passieren kann. Warum machen wir das nicht öfter fürs positiv Unerwartete? Dass wenn du mal eine neue Straße zur Arbeit nimmst und einfach mal die offenen Augen hältst, dann siehst du vielleicht im Buchladen ein tolles neues Buch, wo du denkst, ach cool, das könnte eine neue Podcast-Folge sein. Oder du liest was in einem Buch und denkst, ach cool, da könnte ich irgendwie ein Unternehmen drumherum bauen. Ja, und so diese Ideen, dass wir die Augen zum Unerwarteten offen halten, dann findest du halt sprichwörtlich auch mehr Geld auf der Straße. Kinder finden mehr Geld auf der Straße als Erwachsene normalerweise, weil sie ihre Augen offen halten, weil sie nicht erwarten, dass es nicht da ist. Spannend. In Bezug auf Mindset, ich habe zum Beispiel eine Affirmation, die ich mache, die lautet, die Welt ist voller Chancen und Möglichkeiten. Also ein Satz, den ich mir immer wieder einspreche und dadurch habe ich das Gefühl, sehe ich auch ständig Chancen und Möglichkeiten. Hast du bei dieser Betrachtung gewisse Werkzeuge, wie man quasi auf deine Story Bezug nimmt, wie man vom Mindset mehr zum Glückspilz wird? Sehr spannend, weil es gibt sehr viel Forschung so in die Richtung der Neuroplastizität, also dieser Idee, dass sich unser Gehirn anpasst, je nachdem, wie wir eben im Prinzip zu deinem Punkt es trainieren, weil es ja wie ein Muskel ist. Es ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und du trainierst, ja, dann wird dein Körper wird fitter. Das Gleiche ist ja mit dem Gehirn. Wenn du beispielsweise genau zu deinem Punkt, wenn du dem Gehirn sagst, schau mehr nach positiven Sachen, dann kannst du dich mehr und mehr dahin primen, dass das passiert. Das Gleiche ist, ich bin ein riesiger Fan beispielsweise, meine Frau ist da richtig gut dabei. Also sie ist beispielsweise jemand,
die nicht immer die optimistischste sind. Also es ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu sagen, dass es geht hier nicht darum, dass man immer so der Optimist sein muss, der irgendwie immer denkt, dass alles gut ist. Überhaupt nicht. Es geht eher darum, dass man Verknüpfungen sieht. Und sie ist richtig gut, beispielsweise, wenn du ihr erzählst, ich habe einen neuen Podcast, wo es um besseres Leben hier geht und so, dass dann im Prinzip sagt, oh Mensch, cool, ich habe vor 3 Tagen einen Unternehmer getroffen, der genau in der Richtung eine tolle Person ist, lass mich in Kontakt setzen mit dir. Oder hey, ich habe eine Idee, welches Thema du als nächstes aufgreifen kannst. Das heißt, sie im Prinzip ist richtig gut, diese Verknüpfungen immer herzustellen. Und wenn du das am Anfang, wenn du dich trainierst, wenn du einfach sagst, jede Konversation in den nächsten Wochen, die ich habe, will ich eine Einführung machen zu der Person oder eine Idee mit reinbringen. Wenn du das ein paar Mal machst, dann stellt sich dein Gehirn drauf ein und du siehst mehr und mehr davon. Das ist genau zu deinem Punkt, dass es im Prinzip da sehr viel Forschung gibt, dass das Gehirn eben so funktioniert. Aber eine Sache, die ich auch super spannend finde, ist, die auch sehr anwendbar ist, ist vor allem die Frage, was hält uns denn eigentlich zurück, mehr von dieser Serendipität zu haben? Wo man beispielsweise vielleicht was im Zufall gesehen hat, aber nicht darauf reagiert hat, weil man vielleicht sich als Imposter, also als Hochstapler gesehen hat oder als irgendwie Angst vor Zurückweisung und so weiter. Ne? Also beispielsweise, stell dir vor, du bist in einem Meeting und du hast so eine unerwartete, grandiose Idee, aber du bringst sie nicht ins Meeting rein, weil du denkst, ach, die ist noch nicht gut genug oder ah, ich bin zu Junior und so weiter. Und dann gehst du aus dem Meeting raus und denkst dir, ach, was hätte passieren können, hätte ich die Idee mit reingebracht. Oder du bist auf einer Konferenz, rennst in die tolle Speakerin rein, aber sprichst dann doch mit ihr, weil du das Gefühl hast, ah nee, vielleicht später und dann machst du es nicht. Und da finde ich spannend, sich mal zu überlegen, was ist denn das Muster dahinter? Habe ich irgendwas, warum ich es nicht mache? Ist es Angst vor Zurückweisung beispielsweise? Und wenn es Angst vor Zurückweisung ist beispielsweise, wie kann ich daran trainieren? Was mir viel gebracht hat beispielsweise, ist zu überlegen, mein Gehirn geht immer normalerweise direkt dahin, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich es mache? Also wenn ich die Idee ins Meeting bringe, wird die Idee vielleicht abgeschossen. Oder wenn ich eine Person anspreche, hat die keine Zeit für mich. So dieser Stich, der kommt von der Zurückweisung. Und dann habe ich irgendwann realisiert, ja, aber das ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das Bereuen, wenn du rausgehst und dir überlegst, was hätte passieren können, hätte ich. Und da dieses Reframing weg von was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, hat mir unglaublich viel geholfen, einfach in solchen Situationen zu sagen, pass auf, du willst nicht hier rausgehen und dann bereuen, das heißt, bring jetzt die Idee rein, selbst wenn du nicht das Gefühl hast, dass sie perfekt ist. Spannend, ja, gerade auch der Punkt mit der Angst vor Ablehnung, die Angst vor der möglichen Meinung anderer Menschen. Ich hatte letztens einen Podcast mit Dr. Julian Hosp und der hatte mir erzählt, und das deckt sich so auch mit mir ganz gut, ich versuche meine Entscheidungen und mein Handeln sehr davon zu entkoppeln. Das ist aber enormes Training, ne? Weil wir Menschen sehr so gepolt sind, dass uns das interessiert, was andere Menschen über uns denken. Ich glaube, der Grund ist, sag ich mal, in der Urzeit zu suchen, wo eine Ablehnung deiner Herde wahrscheinlich den sicheren Tod bedeutet hat. Ne? Und heutzutage ist es ja eben nicht mehr so, aber wir sind trotzdem so stark gepolt. Und deswegen versuche ich immer wieder da rauszugehen. Ja, und ich habe mir vor kurzem eine Glatze schneiden lassen, weiß gar nicht, ob man das sagt, ja, eine Glatze rasieren lassen. Schneiden tut man da nicht so. Und dann merkst du auch, ne, enorm, ja, du gehst so auf die Straße, du triffst so Kumpels, Bekannte, alle sprechen dich natürlich drauf an, ja, du bist dir selber noch total unsicher, wie sieht es aus und so. Und ist eine geniale Übung, um das zu trainieren, ja, weil du immer merkst, wie es dir so nahe geht und du dich so ein bisschen davon trennst. Hast du da Tipps, wie man damit besser umgehen lernt? Ist spannend, weil ja im Prinzip es darum geht, wie kann ich mich in möglichst viele Situationen bringen, wo ich in einem kleinen Risiko bin, das was wirklich dann langfristige Folgen hat. Also beispielsweise, wenn ich Angst vor Zurückweisung habe, kann ich beispielsweise, dann gehe ich halt mal in der Stadt, wo mich keiner kennt, in die Geschäfte rein und sage, hey, das Produkt gefällt mir, kann ich 20% Rabatt haben.
Und wo du genau weißt, die Person wird dir sagen, was ist denn das für ein Freak, warum sie sich den 20% Discount geben. Ja? Also du hast quasi im Prinzip eine programmierte Zurückweisung drin, die du kennst. Aber wenn du es ein paar Mal machst, am Anfang fühlt es sich natürlich richtig komisch an. Ja? Du wirst wahrscheinlich rot und denkst, ja, oh mein Gott, das ist so komisch. Aber wenn du das 20, 30 Mal machst und dann einfach, dann baust du ja ein Fell dafür, wo du sagst, ja gut, die Zurückweisung ist ja gar nicht so schlimm, weil was ist denn das Schlimmste, was passiert? Lustigerweise sagen dann eben auch Leute ab und zu, hey, finde ich super überraschend, was du hier gerade machst. Vielleicht gebe ich dir einfach mal 20%. Kann ja auch passieren, ne? Aber der Punkt ist der, was du eben bei spannenden Leuten oft siehst, und da bin ich ein riesiger Fan auch, die Welt genau in der Richtung auch, wie du sie vorhin beschrieben hast, wenn gute Sachen eben auch darauf ankommen, dass man einfach das Netz weiter fasst. Also beispielsweise, wenn du dich bei einer Uni bewirbst versus bei 40 Unis, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass bei 40 Unis einer im Bewerbungskomitee sagt, okay, dein Abitur ist schlecht, wie bei mir das der Fall war, aber ich habe auch einen Sohn gehabt, der irgendwie ein bisschen Probleme hatte, da mit der Schule umzugehen, und ich denke, wir sollten dir mal eine Chance geben hier. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du so einen komischen Zufall dann kriegst, wenn du 40 Leute adressierst, als wenn du einen adressierst. Und das Gleiche ist eben auch, wenn du, ich bin ein riesiger Fan beispielsweise. Nehmen wir an, du machst irgendwas Kreatives, du machst einen Podcast, schreibst ein Buch, oder was auch immer es ist, dass man dann wirklich sich direkt auch an die interessantesten Leute, also dass man nicht so denkt, die Person ist zu weit weg oder die Person ist was, wo, da komme ich sowieso nicht hin, weil wenn du 20 von den inspirierendsten Leuten anschreibst und sagst, hey, du inspirierst mich total, ich habe einen neuen Podcast, würde mich super freuen, wenn du auf den Podcast kommen würdest, zwei, drei kommen immer auf dich zurück und sagen, hey, pass auf, spannend, ja, warum nicht? Und ich habe morgen noch ein Stündchen Zeit, warum nicht? Ja? Und ich denke, das ist halt das Spannende, dass man, glaube ich, unterschätzt, wie sehr Leute eigentlich auch helfen möchten, wenn du ihnen auch die Möglichkeit gibst. Wenn du ihnen nicht die Möglichkeit gibst, wenn du ihnen nicht sagst, wonach suche ich gerade, dann ist es eben nicht. Und ich glaube, dass wir ab und zu halt so ein bisschen uns zurückhalten, weil wir denken, ach nee, was habe ich denn der Person zu bieten oder was kann ich denn machen und so weiter und so weiter. Aber das vor allem bei extrem erfolgreichen Leuten, denen muss man nicht unbedingt immer was bieten, sondern es geht einfach darum, das sind ja auch Leute, die dann irgendwann teilen möchten, die irgendwann sagen möchten, ich möchte auch zurückgeben, ich möchte auch Leuten inspirieren, und dann passt halt so ein Podcast vielleicht super gut gerade. Ja? Und das heißt, da geht es halt wirklich darum, einfach anzufangen. Und ich denke, das ist halt so wegzukommen von diesem, sich alles im Voraus zu überlegen und zu überlegen, was ist so Worst Case und was kann schieflaufen, zu, okay, lass uns mal anfangen, und dann ein paar Leute werden Nein sagen, aber wenn man es bei vielen Leuten macht, dann ein paar werden dann schon Ja sagen. Tatsächlich auch genauso meine Erfahrung mit meinem Podcast. Und wenn du dann die Situation so hast, wie dann hat halt mal ein, zwei, drei Leute Ja gesagt, dann kannst du die Leute ja wieder nutzen, um bei den nächsten anzufragen. Und dann sehen die, okay, der war auch schon da. Na, dann muss es ja gut sein. Also mache ich das jetzt auch. Und somit kannst du, sag ich mal, immer weiter hochklettern, in Anführungszeichen. Und ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Wie war denn das in deinem Leben? Du hast schon das zweite Mal dein schlechtes Abi betont, ja. Und jetzt Professor Doktor, wie kam das denn? Es kommt, also ich hatte bisher zwei Nahtoderfahrungen im Leben, und beide Nahtoderfahrungen waren immer so ein bisschen so die Idee, wow, vielleicht habe ich gar nicht so viel Zeit auf der Welt, wie ich denke, dass ich sie habe. Und dann kann ich jetzt am besten das Beste draus machen jetzt und wirklich gucken, dass ich am meisten auch was mache, ohne irgendwie. Und das ist halt so, vor allem der erste, also dieser Unfall hat mich damals schon so ein bisschen dahin gebracht zu sagen, okay, wenn dir morgen sowas nochmal passieren würde, was würdest du denn bereuen, nicht gemacht zu haben? Und kannst du das jetzt machen? Und ich glaube, das hat mir so einen riesigen Antrieb gegeben. Und da gibt es ja auch dieses, Steve Jobs hatte das damals, als er hat ja Krebs gekriegt irgendwann, und hat dann eben so diese Idee gehabt, Mensch, der Tod ist ja im Prinzip der größte Motivator, den wir haben, weil er uns so eine Zeit gibt und sagt, du bist nicht für immer hier. Ja? Wenn du 10.000 Jahre zum Leben hättest, dann würdest du wahrscheinlich viel aufschieben, weil du sagen könntest, ja gut, ich habe ja noch 10.000 Jahre, dann mache ich das irgendwann später. Aber wenn du eine tickende Uhr hast, dann sagst du, shoot, lass mich das vielleicht dann doch heute machen. Und das ist auch was ich eben Studis oft mitgebe, zu sagen, du denkst vielleicht, dass du 10 Jahre hast, wo du in einem Job arbeiten kannst, wo du erst Geld verdienst, erst Kontakt sich knüpfst und dann später das machst, was dir wirklich Sinn gibt. Aber vielleicht hast du die Zeit einfach nicht, oder du dann das Leben passiert halt. Dann hast du auf einmal eine Familie und noch mehr Verantwortlichkeit. Dann kannst du den Job dann doch nicht aufgeben. Und deswegen wirklich sich früh bewusst werden, was gibt mir denn Sinn und kann ich das schon verknüpfen? Also beispielsweise, wenn ich in der Bank bin, wo ich das Gefühl habe, das gibt mir überhaupt keinen Sinn, kann ich jetzt aber darüber nachdenken, was gibt mir denn Sinn? Ah, ich würde gerne
Frauen in Kenia helfen, Unternehmen zu gründen, kann ich dann jemanden in meine Unternehmen finden, in meiner Bank finden, die vielleicht auch da gerne was machen möchten, und können wir ein Projekt zusammen machen, wo vielleicht der Vorstand gerade gesagt hat, wir brauchen ein neues CSR-Projekt, ein neues Responsibility-Projekt, vielleicht könnte es genau das sein. Also wirklich, wo man ein bisschen dahin kommt zu sagen, wie kann ich denn jetzt schon Sinn schaffen in meinem Leben, dass, falls irgendwann mal was passiert, ich das jetzt schon machen kann. Und wenn du dann gefragt wirst, naja gut, aber wie finde ich denn mein Purpose oder meine Passion? Also diese Frage wird mir dann auch immer oft gestellt. Was antwortest du darauf? Spannende Frage, weil ich glaube, da ist sehr viel Druck immer auch, vor allem auf junge Leute, so finde deine Leidenschaft, finde deinen Purpose. Und ich bin ein viel größerer Fan zu sagen, finde, was dich neugierig macht zurzeit. Finde was, wo du sagst, ah ja, da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Und dann, wenn du dich dann in Communities begibst, wenn du da Konversationen drüber hast, dann wirst du mehr und mehr wahrscheinlich in eine Richtung kommen, wo du sagst, wow, die Person hier macht was richtig Spannendes in dem Bereich. Das ist was, wofür ich mich dann auch begeistern könnte. Und dann nimmt man so ein bisschen den Druck raus, wenn man sagt, du musst nicht direkt jetzt alles finden, sondern mach ein paar Themengebiete, dann überleg dir ein paar Haken, wie du dann vielleicht auch Gespräche in der Richtung machst, nach dem Motto, hey, ich interessiere mich gerade fürs Metaverse und Blockchain, und dann einfach in Gespräche einführen. Und dann von den unerwartetsten Ecken kommen dann Leute, die sagen, Mensch, so ein Zufall, ich bin auch gerade am Metaverse dran, wir haben hier gerade eine neue Position dafür, komm doch mal hier rein. Und dann entwickelst du ja quasi Leidenschaft, wenn du dich nach und nach in die Richtung begibst. In deinem Buch, hier in dem, sag mal, in dem, wie nennt man denn sowas, so ein Einschläger, ne? Da schreiben ja einige sehr prominente Menschen über dein Buch. Also zum Beispiel der Gründer von LinkedIn sagt, dieses Buch kann ihnen dabei helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, zufällige Begegnungen und scheinbar zufällige Informationen auf kreative und produktive Weise zu nutzen. Sehr empfehlenswert. Dann schreibt der CEO von Unilever was. Woher kennst du diese Leute? Verschiedene. Also teilweise, weil ich mit den letzten 10, 15 Jahren eben sehr viel in dem Bereich gearbeitet habe und da nach und nach eben sich Netzwerke ergeben. Aber auch teilweise, also ein Teil kam quasi von meinen eigenen Netzwerken, die eben man über die Jahre hinweg baut. Und ein anderer Teil, genau zu, was du vorher gesagt hast, dass man einfach Leute ein bisschen anschreibt. Das Spannende ist ja mit LinkedIn beispielsweise, InMail ist ja eine der brillantesten Erfindungen, die es gibt. Dass du im Prinzip, wenn du auf LinkedIn die Premium-Variante hast beispielsweise, dass du im Prinzip dann jede Person anschreiben kannst, auch wenn es ein zweiter Kontakt ist. Und das im Prinzip, dann schreibst du halt 20 interessanten Leuten, und von 20 interessanten Leuten kommen dann halt ein, zwei auf dich zurück. Und du brauchst ja dann nicht 50 Leute, sondern du willst ja im Prinzip nur ein paar Leute dabei haben. Und deswegen, da ist eben auch sehr viel so dieses Denken drin, zu sagen, im Endeffekt, es gibt sehr viele spannende Leute in der Welt, und wie kann ich mich mit ein paar Leuten einlassen, die vielleicht ein ähnliches Mindset haben. Und die Leute, die du gerade erwähnt hattest, vor allem Paul Polman und Reid Hoffman, LinkedIn und Unilever, die sind halt die absoluten Granaten, wenn es ums Punkteverknüpfen geht. Paul Polman beispielsweise, der wollte damals Priester werden. Ja? Der war jemand, der gesagt hat, ich will Leuten helfen. Und dann hat er irgendwann realisiert, ja, aber mit Business kann ich es viel effektiver machen und mehr Leute erreichen, weil ich im Prinzip dann, wenn ich ein Unilever habe, wo ich Milliarden von Leuten erreiche, wenn ich Unilever dazu bringe, mehr mit lokalen Communities zu arbeiten, mehr Leute aus der Armut rauszuholen, da kann ich Millionen Leuten richtig damit helfen. Und der war richtig gut zu sagen, das ist meine Mission für mich selber. Ich will vielen Leuten helfen, ich will was machen. Und er sieht, wenn du von außen drauf schaust, der nimmt ab und zu so komplett random Projekte, ja, wo du irgendwie sagst, Paul, wie bist denn du damit in so ein Projekt reingekommen? Das hat doch gar nichts damit zu tun, was irgendwie Unilever gemacht hat. Und er sagt dann immer, nein, es hat nicht unbedingt was mit dem Projekt zu tun, wo ich drin bin, aber mit meiner Vision. Und das ist halt das Spannende. Ich denke auch bei Leuten wie dir, ja, wenn man so eher über Plattformen nachdenkt und weniger über eine Karriere, dass man ja überlegt auch, es muss ja, dann macht man halt hier einen Podcast und dann macht man halt hier ein Buch und dann macht man halt hier das, solange es die Vision hat, die das zusammenbringt. Und ich denke, das ist das Spannende, das macht es dann auch wahrscheinlicher, Serendipität zu haben, weil du dann die Punkte effektiver verknüpfst zu deiner Vision, versus irgendwie in den Raum stellst. Wenn man darüber nachgedacht mit deinem, finde dein Purpose. Also ich habe für mein Leben das Bildnis, das Leben wie ein Spiel zu sehen. Immer mehr, gerade auch das, was du erzählt hast, Steve Jobs, ne, ist ja seine legendäre Stanford-Rede auch, wo er eben sagt, die beste Erfindung des Lebens ist der Tod.
ist im Nachhinein, er hat ja gerade den Krebs, glaube ich, das erste Mal oder überhaupt überwunden und dann sagt er das. Der Perspektive kann man das dann ganz gut wahrscheinlich sagen. Ich weiß gar nicht, was da dann hinterher, ne? Dann hat er ja wieder Krebs, glaube ich, bekommen und ist dann auch verstorben. Aber ja, finde den Purpose dadurch, dass ich sage oder das Bild mir dafür nehme, das Leben wie ein Spiel zu sehen, möchte ich möglichst viele Level auch spielen. Also ähnlich wie in einem Computerspiel. Da hat man ja wenig Lust, immer nur Level 1 zu spielen oder vielleicht mal Level 1 und Level 2 und das war's dann, sondern ich versuche immer wieder neue Dinge zu spielen. Und mein Purpose habe ich ganz zufällig im Übrigen auch gefunden. Das entstand jetzt vor 3 Jahren. Da ging es mir nicht so gut. Also Unzufriedenheit im Job, wenig Bewegung, schlechte Ernährung, Corona kam dann, ne? Und dann irgendwie Homeoffice, auf einmal ich keinen sozialen Kontakt mit meinem Team. Also kamen viele Punkte zusammen und ich hatte mich erinnert, wann hatte ich mal so die beste Energie, die beste Lebensenergie, ja? Und das tatsächlich, als ich das Buch Miracle Morning umgesetzt habe. Das habe ich dann auch mal 3 Monate gemacht und da ging es mir gut und dann kam Urlaub. Da habe ich gesagt, im Urlaub brauchst du nicht machen und dann war ich raus aus der Nummer, aus der Routine, ja. Und wir Menschen sind ja häufig so, wenn es uns gut geht und nach einem Urlaub ging es mir natürlich auch gut, dann verlassen wir nicht so gerne unsere Komfortzone und stehen mitten im Winter wieder früher auf und so weiter. Und dann habe ich gesagt, diesmal willst du es aber richtig durchziehen, nicht nur 3 Monate. Und hatte bei Instagram gefragt, wer will denn mit mir mal 100 Tage diese Routine durchziehen? Und da hatten sich Menschen gemeldet und ich habe gesagt, es gibt nur eine Regel, ja. Ich mache eine WhatsApp-Gruppe und jeder beweist mit einem Bild, dass er seine Routine durchgezogen hat, ansonsten fliegt er raus. Und dann haben wir das gemacht und nach 2 Wochen waren noch 33 Menschen drin. Also 17 haben scheinbar gesagt, so, ach, melde mich mal an, aber dann doch nicht, ja, oder so. Und dann ist im Grunde was passiert, womit ich nicht so gerechnet habe. Diese 33 Leute, die haben da die 100 Tage durchgezogen, aber haben sich auch total gut vernetzt. Freundschaften sind entstanden, Unternehmen wurden gegründet und es war einfach eine geile Atmosphäre. Das hat den einzelnen Menschen enorm weitergeholfen. Und dann haben Menschen zu mir gesagt: Ey, Maurice, danke, was du da gemacht hast mit dieser Gruppe und so, das hilft mir total. Und aus diesem Zufall heraus dachte ich mir, ey, krass, das scheint ja so ein cooler Filter zu sein, wenn Menschen so eine Routine durchziehen, ja, dass die irgendwie auf einer ähnlichen Schwingung dann sind. Die musst du besser organisieren. Diese WhatsApp-Gruppe ist das pure Chaos, ja. Die musst du auch offline zusammenbringen. Ich glaube, dann entsteht noch was ganz anderes. Und so ist dann mein Unternehmen die wichtigste Stunde zum Beispiel entstanden, ne? Also daran siehst du, man könnte fast sagen, aus dem Egoismus heraus eine Routine durchziehen zu wollen, ist dann irgendwann durch den Zufall sowas entstanden. Und ich glaube, so verkrampft, und das hattest du ja gesagt, ne? Wenn man das so verkrampft sieht, wie findest du dein Purpose, wird es halt schwierig. Ja, sehr cool. Auch sehr cooles Beispiel fürs nächste Buch dann. Da sollten wir unbedingt die Story auch mit reinnehmen, weil das ist ja eine klasse Beispiel, auch so diese Idee, genau, dass man, ich glaube, viel von dem, was du gerade auch gesagt hast, genau der Punkt, dass man, wie kann man das Leben angehen? Auf der einen Seite, dass man sagt, man lernt, man ist neugierig, man geht weiter zu deinem Punkt mit verschiedenen Levels und gleichzeitig aber eben auch offen und zu sagen, hey, das Level gefällt mir gerade, jetzt bleibe ich mal in dem Level drin. Und baue halt dann meine Company, right? Und baue meine Sachen und mache dann hier einen Anker. Und ich denke, das ist halt das Spannende auch zu sagen, so diese, das ist eben nicht entweder oder, ja, entweder sicher im Leben zu sein oder eben unerwartet auch was Neues zu kreieren und so weiter, sondern zu sagen, nein, in einer Welt, die sich so schnell ändert, ist es halt nicht mehr entweder oder, sondern du musst halt irgendwie einen Muskel dafür bauen, dass es unerwartet dir auch helfen kann, eben so eine tolle Sache dann zu machen, die du eben gemacht hast. Und ich denke, da ist ja wirklich so Preparation meets Opportunity bei dir, ne? Wo du irgendwie so auf der einen Seite dich auf was einlassen, auf der anderen Seite auch sagen, okay, und hier ist jetzt was, wo ich mich auch drauf einlasse und was ich dann auch verankere. Und ich denke, das ist ein sehr interessantes, ja, also auch cool aus, dass du das durchgezogen hast. Coole Sache. Dein Buch heißt Erfolgsfaktor Zufall. Hast du dich auch mit der Frage, was ist überhaupt Erfolg auseinandergesetzt? Hast du dich viel mit erfolgreichen Menschen auseinandergesetzt?
Bist du quasi so ein Napoleon Hill der Neuzeit? Plus, es ist spannend, weil einer der Gründe, warum ich zu Zufall gekommen bin und Serendipität, ich habe sehr viel vorher an zielgerichteter Führung gearbeitet und so, wie kann man Purpose finden als Unternehmen, als Individuum und so weiter und so weiter. Und da kam halt Serendipity überall auf, ja, und überall so, das poppte halt ab, so als, oh wow, das kommt halt oftmals, wenn man sowas hat. Aber was ich spannend fand, war genau zu deinem Punkt, dass für mich der Grund, warum ich zielgerichtete Führung so spannend finde, ist die Frage, ja, wie definieren wir denn eigentlich Erfolg? Wenn du im Unternehmen bist oder als Individuum, Geld ist immer das Einfachste, ja, weil sich Geld halt so einfach messen lässt. Und dann kannst du halt sagen, ja, Level 1 ist Millionär, Level 2 ist Billionär. Und wenn du Billionär bist, bist du höher als Millionär. Ja, es ist ganz einfach im Prinzip dann eine Hierarchie zu konstruieren, die wir ja dann auch in der Gesellschaft sehr konstruiert haben, so mit der Forbes-Liste und so Sachen, wo du halt irgendwie dann so eine klare Hierarchie hast, wer hat was in Anführungsstrichen erreicht und wer nicht. Und da ist für mich halt immer spannend, und das kommt halt wirklich zu der NATO-Erfahrung noch zurück. Nobody cares. Like, wenn du auf deinem Todesbett sitzt, ja, dann überlegst du dir nicht, wie viele Autos habe ich in der Garage, sondern überlegst dir, was habe ich denn hier hinterlassen? Was ist denn meine Legacy? Was ist denn was ich hier im Leben gemacht habe? Und klar kann das Teil davon sein. Aber es wird halt oftmals eben auch die Frage, welche Leute habe ich denn mit beeinflusst? Wer sind meine Enkelkinder stolz auf mich und so weiter und so weiter? Und es sind ja viel größere Fragen als irgendwie nur monetärer Erfolg. Und deswegen, was ich halt eben spannend finde, ist, und deswegen bin ich so in der Richtung Sinnsuche auch drin, zu sagen, was ist denn Erfolg für mich selber? Wie definiere ich denn Erfolg? Ist Erfolg nur Geld auf der Bank oder so weiter? Oder ist Erfolg, dass ich ein Leben nach meinen Werten lebe? Ist es ein Erfolg, dass ich ein Leben lebe, wo ich zurückschauen würde und sage, okay, ich war eine gute Person. Und ich denke, das ist halt so ein bisschen was, wo ich sehe das vor allem mit Studis auch, wo wir sehr darauf fokussieren, zu sagen, wenn du einen neuen Job überlegst, beispielsweise, wo du hin willst, lass uns auch überlegen, was ist die Kultur da, damit wir sicherstellen, dass es kein Misalignment gibt zwischen wer du sein möchtest und was Erfolg für dich heißt. Wenn Erfolg für dich beispielsweise ist, anderen Menschen zu helfen, aber du gehst in eine Organisation, wo es im Prinzip nur darum geht, nehmen, 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 mehr, 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 dann wird da ein Misalignment sein. Und wirklich so ein bisschen zu überlegen, was sind denn die Umfelder, in die wir uns reingeben, wo diese Werte sich dann auch wirklich alignen, damit wir im Prinzip auch ähnlich Erfolg definieren als die Leute, mit denen wir arbeiten. Ich habe das damals gesehen, beispielsweise eine sehr gute Freundin von mir, also die war sehr so in der Richtung Psychoanalyse und geht immer sehr tief mit Leuten. Und dann hat sie in einem Startup gearbeitet, wo das einfach nicht gewertet wurde. So diese Idee, einfach viel warum zu fragen und so weiter, weil die immer gesagt haben, nee, wir müssen einfach nur machen, 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 machen. Und da war halt so ein komplettes Misalignment zwischen, was ihr wichtig war und was dem Unternehmen wichtig war. Und ich denke, da ist halt wirklich wichtig zu schauen, was ist denn nicht nur der Geldwert hier, sondern was heißt Erfolg für mich? Und teilen das die Leute um mich rum? Und wenn es die Leute um mich rum nicht teilen, gibt es vielleicht einen anderen Kontext, wo ich besser aufgehoben bin. Und jetzt heißt ja, mein Podcast-Erfolg ist kein Zufall. Ist jetzt nach deiner ganzen Arbeit Erfolg doch eine Frage des Zufalls? Spannend, weil eben im Prinzip man ja genau oftmals denkt, es ist entweder harte Arbeit oder Glück, entweder Zufall oder harte Arbeit und so weiter. Und hier geht es halt darum, nein, du kannst sehr hart arbeiten, mehr positive Zufälle zu haben. Und ich denke, das ist dann, was oftmals eben zum Erfolg führt in der Welt, wo eben das Unerwartete überall lauert. Christian, besten Dank für deine Ausführung heute. Dein Buch, sag nochmal, ab wann gibt es das genau? Das kann man jetzt überall vorbestellen und kommt jetzt nächste Woche direkt raus. Und ich bin dann auf Buchtour auch. Ich bin Heidelberg, Berlin, München, Zürich. Also gerne jeder, der das hört, auch gerne vorbeikommen und freue mich drauf, in Kontakt zu bleiben. Cool, ich glaube, was sehr wertvoll ist, ist tatsächlich die Vorbestellung. Weil wenn du ganz viele Vorbestellungen hast und dann erscheint das Buch, dann werden bei Amazon an Tag 1 dann quasi alle Vorbestellungen ausgelöst, plus die Bestellung des Tages. Und für die Rangliste des Tages ist es natürlich verdammt geil, ne? Wenn du dann an einem Tag, ich weiß gar nicht, wie viel man braucht, aber wenn du einige tausend Sales hast an diesem Tag, bist du schon sehr weit oben und in der Hauptkategorie Bücher. Deswegen bestellt euch das Buch. Ich glaube, der Podcast heute hat ziemlich neugierig gemacht, mich zumindest, weil ich habe es noch gar nicht mir die Zeit nehmen können, da tiefer reinzuschauen. Habe heute im Vorfeld mal ein paar Sätze schon gelesen, aber werde ich auch vorstellen. Und da du sagtest, ja, nächste Woche kommt es raus, gebe ich noch mal ein bisschen Gas, dass ich gerade die nächsten Tage auch in meinen Stories
auf Instagram, dann da habe ich immer Buchauszüge quasi, wo ich Markierung mache und dann Leute quasi passiv mitlesen oder das Beste, was ich für jedenfalls für das Beste achte, mitlese. Und ja, würde mich freuen, wenn du da gut einsteigst dann. Super, vielen lieben Dank. Also weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, hat mir auch sehr gefallen, unsere Konversation und auch Kudos für, ich denke, das Mindset, was du so in die Konversation reinbringst, weil ich denke, das ist ja auch wichtig, da so diese, den rationalen Optimismus, den du da auch teilst. Ja, musste gerade nochmal drüber nachdenken oder so ein bisschen schmunzeln, weil es ist auch so eine Frage des Zufalls. Bei Instagram mit meinen Buchmarkierungen, ne, wie das entstanden ist. Ich habe mich mal 2017 angemeldet bei Instagram, so aus Neugier. Hä, was sind das jetzt, Instagram und so? Muss man denn da tun? Und dann war mein Eindruck so, dass man dort Bilder online stellt aus dem Urlaub oder so schöne Bilder. Ja. Und dann habe ich irgendein Urlaubsbild genommen. Wir waren gerade auch in Dubai, glaube ich, habe ein Bild gemacht und es hat halt gar keinen interessiert, dass ich dann ein Bild mache. Ja. Und dann dachte ich, okay, hey, musst du ein Bild machen und dann noch einen coolen Spruch runtersetzen, weil es gab so Zitate, Zitate-Posts, ja, ganz viel, die dann auch irgendwelche Seiten, die dann auch relativ groß waren. Habe ich das gemacht und habe wieder gemerkt, irgendwie interessiert es keinen, ja. Und dann dachte ich, ach scheiße, Instagram ist doch nichts für mich, bringt ja nicht so viel. Aber ich lese ja viel und habe dann immer Buchseiten einfach abfotografiert und diese völlig unliebevoll in meine Stories gemacht, ja. Und dann hat auf einer Party mich irgendwann mal jemand angesprochen und meinte, ey, also so ein Kumpel, weil mir haben halt nur Kumpels so gefolgt quasi, ey, Maurice, schon ganz cool mit den Büchern. Ich lese dann immer ab und zu mal so eine Seite und das hilft mir halt auch enorm. Aber kannst du nicht mal das Wichtige markieren? Dann muss ich nicht immer alles lesen, ja. Und dann habe ich das markiert und irgendwann dann wieder, sag ich mal, wieder ein paar Monate später auf einer Party, sagt ein anderer zu mir, ey, Maurice, voll gut, dass du das markierst und lest es immer mit. Da kannst du nicht mal drüber schreiben, worum es da geht, dann kann ich entscheiden, ob ich diese Markierung überhaupt sozusagen lesen will oder eine Interpretation, ja. Und dann ist das wieder so entstanden und dann haben es eben immer mehr Leute gefeiert, ne? Dann ist es immer weiter gewachsen und die Leute haben diese Ausschnitte rumgeschickt und so weiter und so ist es gewachsen und das war so ein bisschen dein, ich weiß gar nicht, wer war der CEO, ich glaube von Unilever, das, was du erzählt hattest von wegen, hätte ich von Anfang an gesagt, dass der Weg und der wird durchgezogen, also einfach eine Buchseite abzufotografieren und nicht mehr, wären diese Schritte gar nicht erfolgt. Sehr cool, sehr cool. Ja, sehr cool. Was genau, ja, das bringt genau das auf den Punkt, worüber wir gesprochen haben. Wie kannst du im Prinzip auch, du hast ja genau das Kundenfeedback immer direkt auch reingebracht und so. Ja, cool, ja. Sehr cool. Ja, und Congrats auch, sieht nach einem tollen Instagram aus, ja. Cool, Christian. Dann sage ich besten Dank für die heutige Folge an euch, die Bitte, die Bewertung nicht dem Zufall zu überlassen, sondern aktiv Einfluss zu nehmen und den Podcast zu bewerten, dass das hier weiter schöne Reichweite bekommt, den Podcast gerne auch zu teilen. Und darüber macht er mir eine große Freude. Und ansonsten, ja, einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Und bis bald. Ciao. Danke, ciao.